wir machen jetzt hier weiter mit unserer Panel-Diskussion zu eben genau diesem Thema, was Herr Lekic gerade eben schon so eingeführt hat. Und dafür darf ich jetzt noch drei weitere Mitdiskutanten auf die Bühne bitten. Das ist zum einen die Simone Jansson. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Bloggerinnen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Ihr Applaus. Hey. Der Blog heißt Berufe Bilder. Dort schreibt sie über Technologie, über digitale Transformation und auch über die Frage, wie Human Resources in Zeiten der Digitalisierung stattfinden muss, hat über 20 Bücher mitverfasst oder daran mitgewirkt und schreibt unter anderem auch für die Welt oder T3N oder Lead. Ihr Themenschwerpunkt, die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Arbeitswelt. Dann darf ich Dr. Holger Schmidt zu mir bitten. Herr Schmidt, guten Morgen. Hallo. Ihr Applaus, dürfen Sie auch gerne setzen. Hallo Herr Schmidt, grüß Sie. Er ist bekannt für seinen Blog Der Netzökonom und ist damit einer der Meinungsbildner in Sachen Digitalisierung hier in Deutschland. Er schreibt über digitale Wirtschaft, Social Media, Industrie 4.0, ist aber auch als Journalist für beispielsweise FAZ oder das Focus Magazin tätig, hat da Mark Zuckerberg oder auch Jeff Bezos interviewt, schreibt auch für das Handelsblatt und ist Co-Autor des Buches Deutschland 4.0. Last but not least darf ich auch Alex Steinhardt uns bitten. Hey, guten Morgen, Alex. Hi. Hallo, guten Morgen. Alex kenne ich aus der Berliner Startup-Welt. Er ist unter anderem Gründer des Startups Offtime, das sich auf die Themen Unplugging und Digital Detox fokussiert. Für Alex ist es ganz besonders wichtig, in der Digitalisierung den Menschen im Mittelpunkt zu halten. Und er widmet sich hier der Fragestellung, was bedeutet denn dieser ganze Wandel auch für das für die Gesundheit des Menschen. Er hat einen Hintergrund in Technologie, aber auch Psychologie und wird daher auch in der Diskussion den Schwerpunkt drauf legen. Unter anderem ist er aber auch noch Berater für ThoughtWorks und hilft da Unternehmen dabei, sich auf diesen Wandel einzustellen. Das ist unsere Gruppe. Kurz vorgestellt. Für Sie noch einmal den Hinweis, wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen gerne mitdiskutieren, heben Sie einfach kurz die Hand. Wenn Sie einen Beitrag haben, einen Kommentar oder auch eine Frage, dann integriere ich Sie gerne mit in diese Diskussion. Einmal die Frage in die Runde. Wir haben die Begriffe New Work, Work 4.0, Open Economy. Was genau verstehen Sie unter diesen Begriffen? Soll ich anfangen? Ja. Gut, Begriffe sind schnell gefasst, da kann man viel drüber machen. Für mich bedeutet es vorwiegend Freiheit. Freiheit zu bestimmen, wann ich arbeiten möchte und wo ich arbeiten möchte. Und ich praktiziere das jetzt seit einem Jahr quasi. Ich bin Freiberufler, bin aus meinem normalen Job ausgestiegen. Mein Arbeitgeber meinte, ich sollte in Berlin arbeiten. Ich aber eigentlich keine Lust hatte, weil ich da arbeiten möchte, wo meine Familie ist. Insofern mache ich das jetzt auf eigene Faust. Und meine Lebensqualität ist dramatisch gestiegen und ich bin sehr happy damit, dass es für mich wunderbar funktioniert. Okay, können Sie meinen Arbeitsalltag von sich jetzt beschreiben? Mein Arbeitsalltag? Ja, ich bin so ein bis zwei Tage die Woche unterwegs, den Rest in der Regel zu Hause, arbeite im Homeoffice. Kann mich um meine Kinder noch kümmern, die freut es auch, dass sie mittags schön bekocht werden. Und ansonsten sitze ich zum Beispiel im Sommer sehr viel im Garten und schreibe dort und genieße das sehr. Okay, Stichwort Freiheit. Frau Jansson. Ich verbinde damit einen fundamentalen Wandel der Arbeitswelt, auch der Gesellschaft, überhaupt unseres ganzen Wertesystems. Ich glaube, da sind wir auch so mittendrin und haben das noch gar nicht so erfasst, was das im Endeffekt bedeuten wird. Und ich denke, das zeigt sich aber auch schon politisch, dass das auch Schwierigkeiten geben wird. Also es ist eben, ich sehe das schon auch optimistisch, weil ich eben, wie Herr Schmidt eben auch, gerne frei arbeite, aber es gibt da auch Nachteile zu sehen, die sich eben jetzt auch, die uns allen auf die Füße fallen können, wenn wir da nicht adäquat reagieren. Können Sie da ein Beispiel zu nennen? Man hat das ja gesehen nach der Wahl von Trump, dass eben auch die digitale Szene, wirklich ein Aufschrei durch die digitale Szene ging, dass man jetzt was tun muss, weil eben klar wurde, dass Trump eben auch wegen Facebook, wegen der Kommunikation auf Facebook gewählt wurde. Oder es gibt aktuell Bestrebungen, also man, sagen wir so, das würde jetzt ein bisschen, fällt jetzt schon ein bisschen zu weit in die Diskussion, was ich mir für später aufheben. Okay. Also das machen wir einfach. Okay, machen wir gleich. Ja. Wunderbar.
Der erste Begriff, der mir dazu einfällt, ist letztendlich eine Entgrenzung, die sich vollzieht. Und durch die Entgrenzung öffnen sich neue Räume, öffnet sich eine neue Flexibilisierung, neue Lebensmodelle, Arbeitsmodelle. Es vermischt sich letztendlich alles ein bisschen. Ne? Arbeit, Freizeit vermischt sich, was früher sozusagen aufgebaut wurde oder zeitweise aufgebaut wurde. Ich glaube, wenn man noch weiter zurückgeht, gab es die Trennung von Arbeit und Freizeit ja nicht. Also wir waren alle irgendwie Bauern oder haben Dinge gemacht. Dann gab es eine Spezialisierung in den Fabriken und es gab tatsächlich so das Arbeitsmodell, was mit drin ist, und das löst sich jetzt wieder auf. Und zum einen haben wir eben die Spezialisten, zum anderen kommen wir auch wieder weg von den Spezialisten. Jeder ist so selber für sich zuständig, muss alle Dinge machen. Und wir haben auch nicht mehr Arbeit, Freizeit klassisch getrennt, sondern wir arbeiten ein bisschen, wir arbeiten von zu Hause, da ist die Familie. Wir arbeiten beim Arbeitgeber, selbst dort ruft die Familie an. Und genau, so eine Entgrenzung findet statt, auch eine Entgrenzung in Richtung Technologie. Technologie kommt immer näher zu uns ran. Wir tragen es mit uns, Leute lassen es schon implantieren. Wir setzen bald Brillen auf, leben in virtuellen Räumen. Und das nimmt noch mehr zu, glaube ich. Kannst du einmal kurz Offtime beschreiben, dein Startup, das du gegründet hast? Offtime hat sich recht früh damit auseinandergesetzt, dass wir mehr brauchen als nur einen An- und Aus-Knopf. Und nicht nur Technologie weglegen möchten, sondern tatsächlich zum einen eine Übersicht bekommen möchten, wie viel Technologie wir nutzen. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie viel sie die nutzen. Also wir wissen, wie viel wir wiegen, weil wir eine Waage haben, können uns draufsetzen, können Kalorien zählen. Aber in Richtung Digitalen wissen wir gar nicht, was wir konsumieren, wie viel wir konsumieren. So, das war der erste Schritt, was wir bei Offtime gemacht haben, eine Möglichkeit den Leuten zu geben, das zu messen und auch zu verändern. Und zum anderen eben auch ein Tool zu geben, womit man die Vernetzung anpassen kann. Als wir angefangen haben, gab es kein Do Not Disturb, das ist inzwischen ein Standard-Feature. Und es gibt auch keine Möglichkeit, oder es gab keine Möglichkeit, tatsächlich während der Arbeit ablenkende Apps auszuschalten. Also tatsächlich WhatsApp zu deaktivieren und während der Freizeit dann tatsächlich auch die Arbeits-E-Mails zu deaktivieren. Und viele Leute brauchen letztendlich da eine Unterstützung, um der Entgrenzung entgegenzuwirken und wirklich nicht ständig immer erreichbar zu sein, sondern tatsächlich auch mal abzuschalten. Und abzuschalten bedeutet eben nicht auch Freund, Freundin, Familie auszusperren, sondern eben nur die Kollegen zu einem gewissen Punkt oder ablenkende Apps. Herr Lekic, was bedeuten diese Schlagworte für Sie? Wir haben Sie eben im Astronautenanzug gesehen, ist ja wahrscheinlich ganz bewusst gewählt. Was ist das? Ja, das trifft so mein Gefühl. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass Work-Life-Balance so ein Ding war. Es war ganz wichtig zu wissen, wann arbeite ich nicht. Und also es ging so in diese Richtung. Ich empfinde das Ganze, so wie der Astronaut, das ist so ein Work-Life-Blending. Ja? Insofern ist die Off-Time-App natürlich passend dazu, weil wenn sich das wirklich so vermischt, und bei mir ist es tatsächlich so, glaube ich, haben wir nicht alle Tools in place oder nicht zur Verfügung, um das tatsächlich dieses Blending auch zu managen. Blending heißt ja nicht, das unkontrolliert zu vermischen. Das ist nicht gut. Ja. Ich glaube, WhatsApp aufzusperren, finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Und das trifft so mein Gefühl. Also ich habe das Gefühl, es Open Economy geht um dieses Work-Life-Blending. Mhm. Aber das Blending, das muss echt gemanagt werden. Mhm. Eine Frage an Sie, an euch. Wer von euch nimmt die Digitalisierung und die Möglichkeiten in der Arbeitswelt eher als positiv wahr? Einmal Hand hoch, bitte. Das sind ja schon die meisten. Vielleicht können Sie einmal so ein paar Schlagworte rüberrufen, warum Sie das als positiv empfinden. Ich greife die gerne auf. Flexibilität. Informationen sind immer da und verfügbar. Zeitersparnis, also man wird effizienter. Ja, es ist, wird eher von den meisten Menschen, denke ich, sehr positiv wahrgenommen. Auch hier im Raum bestätigt sich das ja gerade. Dennoch wird die Debatte in Deutschland immer sehr, sehr hitzig geführt, sehr emotional geführt. Und es scheint mir so, als hätten wir in Deutschland so Angst vor dem, was da gerade passiert. Jetzt ist das genau Ihr Thema. Herr Schmidt, woran liegt das? Was glauben Sie?
Ja, also in der Tat ist das leider überhaupt nicht repräsentativ für das, was in Deutschland so empfunden wird. 80% der Menschen haben eher Angst vor dem, was die Digitalisierung bringt, was die Digitalisierung mit ihrem Arbeitsplatz macht, weil es in Deutschland leider immer mit Automatisierung gleichgesetzt wird und dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Arbeitsplatzabbau. Und das ist leider eine Kette, die in vielen Köpfen drin ist. Wie gesagt, 80% der Leute haben Angst befürchten, dass ihre Jobs wegfällt oder befürchten, dass ihre Jobs sich verändern. Und das reicht schon, um dem Ganzen negativ gegenüber zu stehen. Und das führt leider dazu, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele Hürden überwinden müssen, um an die Vorteile heranzukommen. Ne? Wir reden ja auch leider immer zu viel über Ersparnis und Effizienz und weniger über Chancen und Wachstum. Und insofern führt das dazu, dass wir immer auf der negativen Schiene oder oft auf der negativen Schiene unterwegs sind und die positiven Effekte für das Thema, gerade für das Thema Arbeit, dann oft so ein bisschen in die zweite Reihe rücken. Und das ist leider eine Diskussion, die führen wir schon lange und ich fürchte, wir werden sie ja noch lange führen, weil es nicht aufzulösen ist. Weil je mehr Digitalisierung wir bekommen, was ja unweigerlich kommt, desto mehr wird diese Arbeitsplatzdiskussion auch die sozusagen die Gesamtdiskussion über Digitalisierung bestimmen. Und insofern bleibt uns das Thema erhalten. Wir müssen, glaube ich, einfach mal gucken, dass wir in den Köpfen der Leute sowas wie wir müssen an Chancen denken. Das müssen aber von den Unternehmern ausgehen, die darüber nicht darüber denken, wir machen jetzt Industrie 4.0 und finden das super. Ne? Die Leute finden das alle überhaupt nicht super, weil sie über ihren Arbeitsplatz kämpfen, sondern wir müssen gucken, in welche Märkte investieren wir, um zu wachsen. Das ist das, worüber wir nachdenken müssen. Und das ist einfach eine übergelagerte Debatte über die Arbeitsmarktdebatte. Ich würde gerne das noch ein bisschen ergänzen. Ich denke, es ist auch nicht nur dieses Arbeitsplatzangst, es ist auch diese Digitalisierung, auch was wir eben gesagt haben, Flexibilität. Das erfordert ja auch eine ganz neue Denkweise. Also ich würde sagen, Leute, die sich jetzt schon digital beschäftigen, die sind auch eher flexibel, die können sich selbst organisieren, die können eigeninitiativ arbeiten, die sind kreativ. Das sind viele Leute nicht. Wir haben auch ein Bildungssystem aus dem Kaiserreich, muss man auch mal sehen. Da läuft einfach noch so vieles in der Grundstruktur der Gesellschaft schief. Und ich finde, es gibt große Unterschiede in Deutschland zwischen der digitalen Szene und Leuten, die da einfach überhaupt nicht mitkommen und die sagen, das ist ja alles Quatsch. Und das macht ihnen auch einfach Angst, weil sie auch eine Arbeitsweise gefordert wird von Leuten, die sie vielleicht nicht leisten können. Und dann wird eben auch gesagt, naja, wir machen jetzt lebenslanges Lernen. Das ist aber in den Unternehmen auch immer so ein bisschen so ein vorgeschobenes Argument. Ja, wir machen jetzt mal lebenslanges Lernen. Klingt gut. Wird dann aber auch nicht so konsequent einfach durchgeführt, wie man das ernst nimmt. Fängt auch schon an, zum Beispiel beim Recruiting wird immer noch auf Zeugnisse geguckt in Deutschland sehr stark. Also es wird, was weiß ich, Leute erwarten dann von IT-Absolventen, sie können bestimmte Sachen. Also ich habe sehr viel in der Beratung auch mit IT-Unternehmen zu tun, die händeringend IT-Fachkräfte suchen. Aber ausbilden wollen sie nicht, weil es nämlich kostenspielig ist und weil die duale Ausbildung, was ein gutes System ist in Deutschland, einfach sie sehr viel Geld kostet. Und da hängt einfach noch sehr vieles an der Grundstruktur in Deutschland, wo ich sage, dann einfach zu sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen freie, flexible Arbeit, ist für mich auch toll. Bin da auch eigentlich sehr dafür, aber man muss versuchen, die anderen Leute irgendwie mitzunehmen. Jetzt rein gefühlt, glauben Sie denn, dass mehr Menschen die negativen Seiten der Digitalisierung sehen, auch bei den Unternehmen, die Sie beraten? Ist das ja, so? Ja. Also ich auch dieses Thema, ich hatte mal ein mittelständisches Unternehmen im Schwarzwald, auch weltmarktführend in seinem Bereich, aber dann so das Thema Homeoffice. Naja, wir wollen mal 3 Tage machen wir Telearbeitsplatz. So, das ist so die Idee. Und da merkt man schon, dass so die Angst auch auf Arbeitgeberseite immer noch sehr groß ist, die Kontrolle zu verlieren. Das richtige Stichwort, Kontrolle zu verlieren. Also wenn es in Richtung Entgrenzung geht, wenn auf einmal das Digitale grenzenlos ist, man verliert sich drin, es ist so eine Masse, man kann damit nicht umgehen. Unternehmen haben Angst, Kontrolle zu verlieren über die Mitarbeiter, über die Daten. Es braucht sehr viel Selbstkontrolle und Selbststeuerung durch die Mitarbeiter. Aber auch die Individuen, wir selber haben ja auch eine gewisse Angst, Kontrolle zu verlieren. Wenn man sich Umfragen anschaut unter Jugendlichen, dann ist Nummer eins Angst bei der Digitalisierung ist nicht die Automatisierung, sondern tatsächlich die Ablenkung, die da ist. Also Jugendliche sehen sehr bewusst, dass Digitale eine Ablenkung sein kann. Und ich glaube, wir sind teilweise auch übers Ziel hinausgeschossen und haben Technologien inzwischen so addictive gemacht, dass wir sehr viele Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Und 9 von 10 Amerikaner haben schon versucht, digitale Geräte wegzulegen, haben es nicht geschafft. Und natürlich, wenn es jetzt heißt, es kommt noch mehr Digitalisierung und jeder hat es im Privaten schon mal mitbekommen, hey, ich kann damit nicht richtig umgehen und ich habe versucht, weniger aufs Handy zu schauen, aber es ging nicht und jetzt soll noch mehr kommen, wo ich das Gefühl habe, ich verliere noch mehr Kontrolle,
klar ist da ein Widerstand da und da muss man sehr gut aufpassen, wie kann man die Leute mitnehmen, wie kann man es mit denen zusammen entwickeln, wie kann man auch zusammen eine Kultur entwickeln, Regeln entwickeln, wann man erreichbar ist, wann nicht. Das muss nicht top down kommen, aber ich glaube, der Arbeitgeber hat schon eine Verantwortung, dass klare Regeln ausgearbeitet werden und nicht jeder sollte das alleine entscheiden müssen für sich. Als Experte für Technologie, Alex, kannst du uns einmal erklären, wie beispielsweise Facebook oder auch Twitter schon so designt worden sind, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen und sich so dann in das Bewusstsein reinfräsen und Abhängigkeiten schaffen? Dann zum einen ist es, glaube ich, die Natur des digitalen Informationen. Wir lieben Informationen, wir sind evolutionstechnisch so geboren und entwickelt worden, dass wir Informationen lieben. Also weil wir einfach, derjenige, der früher gelernt hat, dass rote Beeren giftig sind, konnte einfach überleben. Von daher lieben wir es zu lernen. Ist natürlich jetzt in einem Zeitalter von nicht Informationsknappheit, sondern von Informationsüberfluss nicht unbedingt die beste Voraussetzung, alles im Internet lernen zu wollen und immer drin zu sein. Auch die Informationshäppchen sind ja geringer geworden. Das heißt, alles, was wir jetzt lesen, trägt nicht unbedingt unserem Überleben bei im Moment. Dann sind wir natürlich sozial gepolt. Die Gruppe war wichtig und soziale Medien, Kollaborationssoftware ist sozial. Das heißt, wir haben da auch eine Schwäche für. Und auf der anderen Seite, was du sagst, Facebook hat letztendlich auch Google, Twitter, die haben optimiert in Richtung mehr Gebrauch. Und da sind Sachen drin, wie Signalfarben zu verwenden, tatsächlich so ein Slot-Machine Algorithmus drin zu haben, dass nicht immer eine Belohnung mit drin ist. Also wie oft ist eine Notification von uns tatsächlich der Hauptgewinn? Also wie oft haben wir einen Lottogewinn von den ganzen 50, 100 Notifications, die wir bekommen, auch von den Nachrichten, die wir bei Facebook lesen. Aber das ist auch bewusst so designt, denn die Unsicherheit, ob jetzt tatsächlich wieder was Neues kommt, was für uns relevant ist oder nicht, das ist das, was uns ein bisschen abhängig macht. Also das ist auch der Grund, warum wir Geschichten lesen, warum wir Serien schauen. Es ist aufregend, dass wir wissen nicht, was kommt und wir freuen uns, was kommt. Und vielleicht ist es der Hauptgewinn. Mhm. Und das Ganze wird natürlich jetzt noch mehr beschleunigt durch AB-Testing. Das heißt, man testet, was funktioniert besser und das AB-Testing ist unterstützt durch Algorithmen, die dann tatsächlich schauen, was funktioniert mehr. Und das Businessmodell, was drunter hängt, ist natürlich nicht unbedingt auf Facebook Leute zusammenzubringen, sondern für die Anzeigenkunden das Maximum rauszuholen. Das heißt, wir sind letztendlich nicht der Kunde von Facebook, sondern letztendlich ist der Kunde, sind die Anzeigekunden und dafür wird natürlich das optimiert. Und die Optimation, und da ist sehr wichtig, was sind überhaupt die Kernzahlen da drin, ist Online-Zeit und wie viel wir klicken. Und danach geht das. Okay, diese Unternehmen sind also darauf spezialisiert, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist vielleicht auch eine der Ursachen für dieses Gefühl von Kontrollverlust, weil wir merken, wir sind magisch zu diesen Geräten hingezogen. Jetzt gibt es ja noch einen anderen Aspekt zum Thema Kontrollverlust, gerade wenn man sich das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis anschaut. Herr Likic, können Sie einmal beschreiben, wie verändert sich gerade dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis auch auf Grundlage der IT? Also ziemlich gravierend und radikal. Das hat auch mit verschiedenen Altersgruppen zu tun. Ja, wenn ich jetzt mich so nehme, da ich bin so in diese Digitalisierung reingerutscht und habe die gelernt und auch die Nutzung von Smartphones und so weiter. Aber es gibt andere Generationen, wenn wir die auch von Haus aus nicht richtig medial erziehen und dazu gehört aber auch wirklich Medien nicht zu nutzen. Also das ist Teil dieser medialen Erziehung, die nicht zu nutzen und diesen Nicht-Stören-Funktionen zu kennen und sowas. Das ruft so ein bisschen so ein Clash hervor. Also die Unternehmen haben starre Prozesse, es gibt KPIs, es gibt Führungsstile, wie geführt wird. Und da kommen dann plötzlich neue Generationen ums Eck. Also ich habe daheim jemand, der Generation Z zugehörig ist, die das ziemlich uncool findet. Ja? Die mögen das nicht so. Ja? Also insofern ist es im Schwarzwald ein sehr gutes Beispiel. Also wie ich vorhin schon sagte, wenn das Stichwort Homeoffice fällt, Katastrophe. Arbeitgeber denkt, oh Gott, was macht der? Der trinkt den ganzen Tag Kaffee oder bleibt bis um 8 liegen oder 9. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Aufholbedarf. Ich glaube, dass es lange dauern wird. Die Strukturen sind sehr fest, sehr starr, weil sie halt Sicherheit geben irgendwie. Ja, es gibt KPIs, es gibt Prozesse, es gibt Führungsstile, es gibt ganz tolle
Worte dafür, wie man führt und sowas, aber es wird dezentralisiert. Es gibt Teamstrukturen zukünftig. Der Einzelne kriegt viel, viel mehr Gewicht. Und das macht halt Angst. Ja. Da braucht es Vertrauen und braucht auch Mut zur Offenheit. Und ich denke, da haben wir wirklich noch alle miteinander einen langen Weg noch. Ich glaube, Homeoffice wird in dem Moment ein Faktor für viele Unternehmen, in dem sozusagen sich der Arbeitsmarkt so umdreht. Gerade Digitalkräfte sind ja sehr stark gesucht und wir haben zu wenig. Und wenn die so danach aussuchen und sagen, der gibt mir aber 2 Tage Homeoffice, das ist wichtig, weil ich muss meine Kinder, was auch immer, oder Frau oder Freundin oder wie auch immer, die sehen will, dann dreht sich das. Dann auf einmal wird das ein Faktor im Arbeitsverhältnis. Mhm. Ich sage, der eine gibt mir das 2 Tage Homeoffice, was viele große Unternehmen jetzt mittlerweile machen. Hier oder vorne in Düsseldorf, das Bundesarbeitsministerium, habe ich neulich gelernt, führt das jetzt gerade ein, dass sie 2 Tage die Woche Homeoffice, also freiwillig kann man machen, muss man nicht, einführen. Und in dem Moment, wenn das sozusagen mal in vielen Unternehmen eingeführt ist, dann kriegt das auch in den Mittelstand durch, den im Moment in der Tat noch Berührungsängste damit haben. Mhm. Aber ich glaube, das ist der Faktor, wenn die Leute das bestimmen können, dann wird der Arbeitgeber irgendwann nachziehen und sagen, ich muss es anbieten, sonst können die Leute, kommen sie nicht mehr zu mir. Also im War for Talent ist das dann ein wichtiger Punkt, eben solche flexiblen Arbeitsmodelle auch anzubieten. Es passiert gerade, ja. Frau Jansson, wie ist da Ihre Erfahrung? Was sind so die Kernargumente, die Arbeitgeber heutzutage jungen oder auch bestimmten Talenten anbieten müssen, um dann sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden? Ja, es wird in der digitalen Szene, es gibt ja immer diese Sprüche so von Google, wir machen jetzt Kickertisch und irgendwie schicke, flexible Arbeitszeit. Und dann kommen die Leute schon, also es ist nach wie vor schon so, dass die Leute immer noch so bestimmte Sachen wie gutes Gehalt, gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten einfach erwarten. Mhm. Das hat eine Studie von Monster, die jedes Jahr rausgegeben wird, herausgebracht. Aber also die werden halt einfach vorausgesetzt. Und wenn die fehlen, dann sind die Leute auch nicht sehr begeistert von dem Job. Da können sie so viele Kickertische aufstellen, wie sie wollen. Und dann sind sie Sachen wie Homeoffice kommen dann on top dazu. Also es löst dann bei Leuten zusätzlich Begeisterung raus, aber es ist nicht zwangsläufig der wichtigste Faktor. Und ich glaube, das ist auch so ein... Die ganze Diskussion auch in der digitalen Szene, gerade in Berlin, geht für mich auch oft so in die Richtung, ja, wir machen jetzt mal was Hippes, Cooles und dann ist das, und dann kriegen die Leute aber weniger Geld. Und gerade in Startups werden die Leute, statt Bezahlung bekommen die dann Aktien zum Beispiel oder solche Sachen. Und das sehe ich auch eher kritisch, dass man auf die Weise versucht, Leute hintenrum zu Sachen zu überreden, die sie vielleicht nicht so wollen. Aber wäre das nicht auch ein Incentive, dass sich eben Arbeitnehmer stärker auch unternehmerisch verhalten, wenn sie auch beteiligt sind am Unternehmen? Alex, wie siehst du das? Klar, warum nicht? Geteiltes Risiko ist dann sicherlich mit drin, ne? Wenn es nicht nur um Aufgaben geht, sondern tatsächlich um das Outcome. Warum soll dann nicht der Arbeitnehmer auch mit dran beteiligt werden? Klar, ich meine, es kann ja auch dazu führen, dass man sich noch viel stärker identifiziert mit seinem Unternehmen. Ich weiß von vielen Unternehmen, wo es eben so ist, dass gerade zu Anfang junge Leute nur dann in ein Unternehmen gehen, wenn sie eben solche Equity Options, so das Fachwort dafür, auch tatsächlich haben. Da bin ich immer noch ein bisschen so skeptisch. Das klingt immer ganz gut, ist aber auch einfach der Frage der Führung. Ich meine, letztendlich ist dann doch der Chef... Bisher ist es zumindest so, dass einer entscheidet. Und das, was ich vorhin meinte, mit grundlegender Wandel der Gesellschaft, da müsste sich auch Führung komplett ändern, damit das so funktioniert. Weil bisher, wir diskutieren auch diese ganze Sache von flexiblen Arbeitszeiten immer so, als ob die Leute, ob das für Leute immer ein Segen ist, flexibel zu arbeiten, was es für viele auch ist, sehe ich ein. Aber man beutet sich, die Gefahr ist eben auch da, dass man sich selbst ausbeutet. Es gibt eben Studien, dass die Leute... wenn sie selbst entscheiden können, wie lange sie arbeiten, einfach mehr arbeiten, keine Pausen mehr machen, die Ruhezeiten nicht mehr einhalten. Nicht umsonst fordern jetzt Arbeitgeberverbände, die Ruhezeiten irgendwie, die täglichen Ruhezeiten abzuschaffen und mehr auf wöchentliche Ruhezeiten zu gehen und solche Sachen. Also da sehe ich eine gewisse Gefahr und es ist immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt eigenverantwortlich, weil ich jetzt selbstständig bin und eine Idee habe, morgens um 4 aufstehe und das irgendwie verwirkliche. Mhm. Oder ob ich das mache, weil ich um 8 eine Präsentation habe, die unbedingt fertig werden muss. Und solange dieser Leistungs- und Effizienzgedanke immer noch da ist und die Leute antreibt und praktisch zwingt, das dann zu leisten, ist das keine intrinsische Motivation mehr. Okay. Und da müsste sich wirklich viel an der Denke ändern. Und deswegen, ja, es wird sehr lange dauern, denke ich auch. Vor allem muss man, wenn man die ganzen Strukturen abschafft, die auch in gewisser Weise ein Schutzmechanismus sind, muss man dann auch schauen, wie man sonst noch gegensteuern kann mit Trainings und mit wirklich dem Investment in das
Individuum, in die Resilienz von den Personen, in den Fähigkeiten, damit umzugehen. Wenn man das nicht macht, das Investment und die Trainings, dann clasht sozusagen alles auf den Einzelnen ein. Und der Einzelne im Getriebe der Gesellschaft unter dem Druck, der extern da ist, das halten viele Leute letztendlich nicht aus. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass es da sehr viel Arbeit bedarf an neuen Regeln und an neuen Trainings und an neuen Initiativen, die da drin sind. Also die Digitalisierung schafft also die Möglichkeit, dass man eben stark vernetzt, kollaborativ im Team arbeitet, aber das eben auch rund um die Uhr tut. Und wenn das von einem Unternehmen ausgenutzt werden will, dann kann das auch ausgenutzt werden. Auf der anderen Seite, wenn gute Führung da wäre, die eben sagt, pass auf, auch wenn es möglich ist, nach 18 Uhr will ich keine E-Mails mehr von dir haben. Und selbst wenn ich dir nach 18 Uhr was geschickt habe per WhatsApp, bitte antworte nicht drauf, sondern erst am nächsten Morgen um 9 Uhr, wenn du dann wieder am Arbeitsplatz bist. Also wenn man sozusagen eine Balance dann reinbringen würde auf Seiten der Führung, dann könnte man die Vorteile der Digitalisierung nutzen, auf der anderen Seite die Arbeitnehmer davor schützen, auszubrennen. Kann man das so sagen? Ich finde die Diskussion gerade so ein bisschen negativ. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dass man dann sozusagen überfordert wird, dass man abends um 10 noch E-Mails beantwortet. Das werden die Arbeitnehmer aber nur so lange mit sich machen lassen, wie sie auch mal am nächsten Morgen erst um 10 kommen können. Also die Zeit muss man sich einfach zurücknehmen und ich glaube, viele machen das auch, weil das einfach dann dazugehört. Also wenn Flexibilität vom Arbeitgeber gefordert wird, dann muss sie auch auf der Arbeitnehmerseite sein, sonst funktioniert es natürlich nicht. Und erst dann macht es Sinn und erst dann macht es auch für alle Beteiligten Spaß. Und ich glaube, auf dem Weg sind wir auch, dass eben diese Modelle so flexibel gemacht werden, dass beide Seiten was davon haben. Sonst klar wird der Arbeitnehmer sagen, wenn ich jeden Abend um 10 noch meine E-Mails beantworten muss, trotzdem am nächsten Morgen um 7 da sein soll, das funktioniert nicht. Und ich glaube, da gibt es auch Regelungen und die Arbeitgeber sind ja auch nicht doof, dass sie das nicht sozusagen nicht einfach nur so machen können. Wir müssen auch unterscheiden zwischen dem, was weiß ich, Büroarbeitnehmer, Wissensarbeitnehmer, bei denen es egal ist, und sage ich mal, ein Job am Fließband. Das ist komplett anders, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter rangehen. Also es gibt ja so Firmen, zum Beispiel Daimler hat gesagt, sie stellen E-Mails im Urlaub nicht zu. Volkswagen löscht E-Mails nach 18 Uhr, glaube ich, oder irgendwas. Das sind auch so Vorschläge von der Arbeitnehmervertreterseite, die das eben eingeführt haben, die ich persönlich auch total absurd finde und einfach zu sehr übers Ziel hinausschießen, wirklich den Leuten. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt irgendwie dem Mitarbeiter sagen kann, hier, du liest jetzt nach 18 Uhr keine E-Mails mehr. Wer macht das denn? Das ist einfach Quatsch. Nur worauf ich vorhin hinaus wollte, ist das politische Aspekt. Also Arbeitnehmervertretungen sind ja in Deutschland häufig so, haben in der Digitalszene so ein bisschen so ein schlechtes Image mittlerweile, weil sie eben immer solche Vorschläge machen und die Arbeitnehmerrechte wahren. Und das ist wiederum politisch ein Problem, weil eben jetzt gezielt von bestimmten Gruppen in die Arbeitnehmervertretung gegangen wird und versucht, diese Lücke, die da entsteht, und diesen Imageverlust, den eher linke Gewerkschaften mittlerweile haben in Deutschland, auszunutzen, um dann gezielt Politik zu betreiben. Und das sehe ich auch eine Gefahr, dass dann eben Arbeitgeber da auch gezielt entgegenwirken müssen. Okay. Man kann den Menschen ja auch eine gewisse Mündigkeit zusprechen, also nicht jeder ist immer nur fremdgesteuert. Alex, einmal abschließend noch eine Frage zu diesem Thema. Du hast dein Startup gegründet und warst dann eben auch, also du bist ja eigentlich den extremsten Weg gegangen, wenn man jetzt über das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis spricht. Du hast dich einfach selber zu deinem Arbeitgeber gemacht und bist damit auch voll ins Risiko gegangen. Kannst du uns einmal aus dem Maschinenraum eines Startups berichten, wie dein Arbeitsalltag aussah und was du da auch empfunden hast, dich jeden Morgen selber aus dem Bett zu bringen und selber an der eigenen Idee zu arbeiten, mit dem Risiko, dass alles komplett scheitert? Ja, es war natürlich ein Rollercoaster. Also ab und zu ist es einfach top und alles läuft gut und man setzt sich Ziele und kommt dahin. Und dann kommen eben immer wieder Hiobsbotschaften rein, warum es nicht gehen kann. Also ob Leute abspringen, ob es technisch manche Dinge nicht umsetzbar sind, die Finanzierung nicht klappt. Und auf der anderen Seite hat man dann Kunden und kann denen wirklich einen Mehrwert liefern und kriegt da sehr positives Feedback mit rein. Und jeder Tag ist da irgendwie anders, bringt andere Herausforderungen mit. Also es ist einfach von Projektmanagement über Produktmanagement, über Finanzierung, Sales, Mitarbeitermanagement, alles mit drin. Man geht zwischen
großer Vision und kleinen Detail schwankt man hin und her da drin. Und hat natürlich auch gewisse Mitarbeiterverantwortung, wo man nicht weiß, wo es hinkommt. Auch ein Markt, wo man nicht weiß, wie er sich entwickeln wird. Und ab und zu fühlt es sich natürlich so an oder hat es sich angefühlt, wie man zimmert sich mit so ein paar bekannten Freunden so ein Schiff zusammen und geht raus auf die große, weite See. Ne? Und dann versucht man mit dem Equipment, mit den Leuten, was man so an Bord hat, den Ozean zu überqueren. Und das kann natürlich recht stürmisch werden. Ja, und auch ohne Netz und doppelten Boden. Also da ist dann niemand, der dich zwangsweise aufhält, wenn es dann nicht funktioniert. Und die Lebenszeit, die du darauf investiert hast, die ist dann auch weg. Also falls es nicht gut läuft und wenn es gut läuft, hast du eben dann auch die Upside und den möglichen Gewinn. Herr Likic, Sie haben das eben einmal in Ihrer Keynote angesprochen, das Thema Start-up-Denke im Unternehmen. Warum ist das so wichtig? Ich denke, es ist überlebenswichtig, nicht nur wichtig. Das hängt damit zusammen, ich muss das Wort bemühen, Unternehmenskultur ist wichtig. Und in einer guten Unternehmenskultur gehört es zum Beispiel auch dazu, dass man nicht nur sagt, wir duzen uns jetzt alle und wir tragen Flipflops, sondern dass es selbstverständlich ist für Führungskräfte, wenn sie um 18 Uhr durch die Gänge laufen, die Leute auch mal heimschicken. Ja? Oder wenn sie jemanden Krankes sehen und sagen, hey, lass, geh heim. Das sind solche Werte, die eigentlich sehr normal sind und mit denen sollte man relaxed umgehen. Das heißt, Unternehmenskultur anpacken, weg von den starren Prozessen, sich mal trauen, menschlicher zu sein, dann fällt alles andere auch leichter. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, geht viel, viel leichter von der Hand, weil es erzeugt Vertrauen und diese Mentalität hat man ja in Startups eher. Ja, da sind man kleine Teams, wir vertrauen einander, es ist noch nicht so viel geregelt, deshalb sind wir eher menschlich und wenn der andere das nicht machen kann, dann übernehme ich oder bleib mal liegen, wenn du krank bist, ich mache das schon. Und dieses Zwischenmenschliche fehlt in diesen Unternehmenskulturen öfters einmal, aber einfach weil gelernt, weil seit Jahren die Prozesse so sind, die KPIs, ist ja auch viel einfacher, ne? Zu sagen, du musst das hier machen, das ist eine Job Description, bitteschön, verhalte dich auch so. Also ich glaube, das ist der Grund, warum Startup-Mentalität, die oft erwähnt wird, notwendig ist, um die Unternehmen jung zu halten und auch überhaupt fähig zu machen, die Digitalisierung anzugreifen. Was mich da auch noch interessieren würde, ist, ich kann mir vorstellen, dass bei vielen jungen Menschen, wenn die jetzt in ein Unternehmen reingehen, dass die ihre eigenen Geräte mitbringen und dass die gleiche Flexibilität und das Gleiche, was sie eben aus dem Privatleben schon kennen, vielleicht benutzen sie schon Cloud-Services oder andere Dienste, die in einem Unternehmen nicht unbedingt genutzt werden würden. Was gibt es da für Ansätze, damit umzugehen? Weil das ja gegebenenfalls für die Arbeitgebermarke auch immens wichtig ist, dass das möglich ist. Also das ist der Kern. Der Kern ist die Sicherheit. Ich habe versucht zu vermeiden, zu sehr auf irgendwelche Features, die wir so anbieten, einzugehen. Aber das ist tatsächlich so, wenn wir so arbeiten, wenn wir es alle beschrieben haben, oder wir es uns wünschen und der Weg vielleicht irgendwann mal gegangen ist, es ist halt einfach so, dass es sicher sein muss, sowohl für den Arbeitnehmer wie auch für den Arbeitgeber. Es dürfen keine Daten kompromittiert werden. Wir haben eine europäische Datenschutz-Grundverordnung, die jetzt dieses Jahr in Kraft tritt. Wenn man sich da mal anschaut und jeder, der Unternehmer ist, bei dem müssen die Lampen wirklich knallrot leuchten. Das Thema Datensicherheit ist extremst wichtig. Und wir von Samsung haben uns schon früher, ohne dass wir diese Grundverordnung gekannt haben, dass sie auf dem Weg ist, aber früher darum gekümmert. Und deshalb gibt es diese Samsung Knox-Plattform, die auf jedem Gerät zu finden ist, auch für Privatanwender. Da gibt es sichere Ordner und so weiter. Also das ist geregelt. Es ist da. Das kostet nicht viel und macht die Kommunikation dann entsprechend sicher. Das heißt, ich könnte mein eigenes Gerät mitbringen und dann kann man da in irgendeiner Form die Informationen mit drauf spielen, sodass die aber sicher bleiben und ich kann im Prinzip beides benutzen, das Private. Absolut, es gibt ja diese Corporate Label, also die Firma gibt dir ein Handy, das darfst du benutzen, entweder für Privat und Business oder nur Business. Also es gibt verschiedene Modelle und mit unseren Partnern, ganz ehrlich, also Samsung macht unglaublich viel, aber unser Partnerökosystem ist viel, viel wichtiger noch, weil die erwecken die Hardware zum Leben dann auch. Da gibt es eine entsprechende Management-Software, die das regelt und dieses Bring-Your-Own-Device-Modell dann entsprechend auch unterstützt. Ich finde das nur fair, wenn jemand sein Device liebt und das haben möchte und damit arbeiten möchte. Fair. Ja, es beschreibt ja eigentlich auch nur, was wir eben auch schon diskutiert haben. Es vermengt sich halt immer mehr. Es ist überhaupt nicht mehr klar abzugrenzen, was ist jetzt privat, was ist beruflich. Das ist übrigens einer der Gründe, ich habe vorhin die Zahl hingeworfen mit 24% Marktanteil. Den haben wir hauptsächlich, weil der Trend, ein Samsung Android-Smartphone zu nutzen, aus dem B2C in die Firmen geschwappt ist. Nicht umgekehrt. Ja, das ist etwas, was die Menschen kennen und bedienen können und so weiter. Und das ist einer der Erfolgs
Faktoren gewesen, warum wir diese Marktanteile, und das wächst rapide mittlerweile, weil sich die Firmen öffnen für verschiedene Modelle, welches Device benutzt wird. Jetzt haben wir über das Thema Flexibilisierung gesprochen, einmal der Arbeitszeit, dann auch, dass der Arbeitgeber sich darauf einstellen muss und dass das Verhältnis eben ein bisschen entspannter werden muss. Auf der anderen Seite eben aber auch dieser Sicherheitsgedanke weiterhin im Kern sein muss. Jetzt ist es ja so, dass wir, das haben wir eben auch von Ihnen gehört, Herr Lekic, dass wir ja auch auf so eine Art Gig-Economy zusteuern, wenn man es negativ wieder betrachtet, also so Click-Worker, die einzelne sehr wenig gut bezahlte Aufträge bekommen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ja, hochspezialisierte Menschen, die ja, für bestimmte Projekte mit einbezogen werden. Herr Schmidt, können Sie da uns mal den aktuellen Stand beschreiben? Wie flexibel entwickelt sich denn der Arbeitsmarkt? Ja, das ist, glaube ich, schon deutlich zu sehen, dass wir da sozusagen an Flexibilität enorm gewinnen, weil immer mehr Menschen sagen, ich habe keine Lust mehr, kein Interesse mehr an einem festen Arbeitsverhältnis. Ich arbeite mal ein halbes Jahr für ein Projekt hier und das reicht für den Rest des Jahres zu leben und dann arbeite ich wieder mal ein halbes Jahr. Und das ist natürlich sozusagen, das kommt mit der Digitalisierung, dass Menschen Qualifikationen haben, die eben am Arbeitsmarkt nicht erkennbar sind. Ich mache für das Handelsblatt immer den digitalen Jobmonitor und versuche alle Vierteljahr sozusagen, welche Jobs enorm gefragt sind. Da ist sowas wie künstliche Intelligenz, Wahnsinnswachstum und die Leute sind nicht da. Es fehlen 10.000 Menschen dafür. Das heißt, wenn ich heute KI-Experte bin, dann kann ich mir aussuchen, für wen ich arbeite und wo ich arbeite und dann kann ich auch auf solche Modelle gehen. Natürlich gibt es sozusagen am unteren Ende des Arbeitsmarktes, Stichwort Amazon Mechanical Turk, Jobs, die, sag ich mal, die sehr streng überwacht werden, wo eine Software guckt, sitzt er auch tatsächlich am Rechner und wenn er da sitzt, ist er auch am Arbeiten oder surft er irgendwo woanders rum. Das sind natürlich sozusagen die unschönen Spezifikationen oder die unschönen Ausprägungen dieser Gig-Economy. Wir werden beides sehen. Beides läuft dann natürlich unter Flexibilität. Aber das eine ist die angenehme Seite und das andere ist die weniger angenehme Seite, die natürlich auch viele Jobs, sag ich mal, örtlich verlagert. Es ist überhaupt nicht mehr relevant, wo ich sitze. Wenn ich irgendwie, gerade für künstliche Intelligenz braucht man Leute, die Algorithmen trainieren, die Daten generieren. Und das können die auf den Philippinen machen oder in Südafrika oder in Köln. Total egal. Insofern, da entstehen natürlich neue Jobs, die aber sehr, sehr, sag ich mal, weit verbreitet sind, da wo sie gerade sozusagen von den Lohnkosten her noch funktionieren. Also zwei Seiten einer Medaille. Beides läuft in der Flexibilität, aber sehr unterschiedlich zu bewerten. Das heißt einmal, diese räumliche Komponente ist jetzt nicht mehr so relevant. Man kann von überall aus der Welt arbeiten, aber auch eben diese Zeitarbeitsweise, sich in so ein Team reinzudocken als Freelancer, eine Zeit lang mit dem Team zu arbeiten und dann direkt danach dann vielleicht in das nächste Team schon wieder zu wandern. Was stellt das für Herausforderungen auch an die Arbeitnehmer, Frau Jansson? Da muss ja jeder sich sehr, sehr gut organisieren, um dann dazu in der Lage zu sein, überhaupt auf so einen fahrenden Zug mit aufzuspringen und auch schon den nächsten fahrenden Zug wieder zu erkennen, wo man dann als nächstes draufspringt. Ja, einmal die Fähigkeit, sich ständig weiterzubilden, am Ball zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, die, wie gesagt, nicht jedem gegeben ist. Dann auch die Fähigkeit, sich schnell in Teams einzuarbeiten, sich zu vernetzen. Aber auch große Ansprüche an die Kommunikation. Und da sehe ich auch, da bin ich mit den technischen Tools übrigens noch nicht so ganz glücklich häufig, weil das einfach an vielen Stellen auch mit dem Synchronisieren und mit dem Automatisieren immer noch so hängt und zickt und ist nicht so ganz einfach. Aber es ist wirklich, man muss sich auch überlegen, was das für Kommunikationsprobleme aufwirft. Denn eben, also heute sind wir das so gewöhnt, wenn ich ein Problem habe, rufe ich vielleicht irgendwie irgendwo in der Firma an. Es ist dann zu festen Arbeitszeiten jemand da. Wenn das irgendwann nicht mehr ist, kann sein, dass ich dann auch abends um 10 anrufen kann. Kann aber auch sein, dass ich vielleicht den ganzen Tag bestimmte Leute nicht erreiche, weil die irgendwas gerade mit ihren Kindern unterwegs sind. Und dann muss man da mit der Kommunikation oder auch wenn Leute international zusammenarbeiten, was ja heute schon häufig ein Problem ist, wenn die dann zeitversetzt nach Zeitzonen Konferenzen machen müssen. Und da muss man sich, glaube ich, noch viel mehr auf eine noch größere Flexibilität einstellen, als das ohnehin schon der Fall ist. Aber wie kann man denn überhaupt gefunden werden?
Ich glaube, das steht ja mal am Anfang, oder? Dass man eben als jemand, der eine bestimmte Leistung anbietet, auch gefunden werden kann. Jetzt ist ja bei Ihnen beiden so, dass Sie mit Ihren Blogs natürlich auch stark dann A, die Meinung bilden, auf der anderen Seite aber auch sich selber eine Marke mit aufgebaut haben, sonst wären Sie heute nicht hier. Ist das auch so eine Kernkompetenz in Zukunft? Weil, also Stichwort Kommunikation, aber auch persönliche Marke aufbauen? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Das persönliche Marke, man sieht ja jetzt auch, das Facebook zum Beispiel will jetzt den Algorithmus dahingehend ändern, dass es eben die Unternehmensvermarktung ein bisschen zurückfährt und die persönliche Kommunikation wieder in den Vordergrund stellt. Auch bei Instagram ist zum Beispiel persönliche Vermarktung eigentlich das Ding, was angesagt ist. Das ist so ein bisschen strange, wenn man so immer dieses Gefühl hat, man muss jetzt sachlich sein. Also das ist so, das führt auch zu sehr absurden Vermischungen dann teilweise zwischen eben einer beruflichen und einer privaten Vermarktung. Das hat mir letztens gerade jemand erzählt aus der Coworking-Szene, da hat jemand seine Hochzeit in einem Coworking-Space gemacht und hat dann gesagt, okay, wir haben keine Fotografen, kommt vorbei, macht Fotos mit dem Handy und wir haben Hashtags. Und das, ne, das sind so Sachen, wo das dann sich sehr auch in eine etwas merkwürdige Richtung vermischen kann. Okay. Wird das über die Blockchain abgerechnet dann nachher? Ja, vielleicht. Das ist... Aber prinzipiell ist das etwas, was heutzutage immer wichtiger wird, sich im Netz auch irgendwie darzustellen, auch sich genau zu überlegen, wie man sich darstellt. Und es gab ja auch im Recruiting immer sehr große Diskussionen darüber, was passiert mit Jugendsünden, wenn man dann irgendwelche alten Sauffotos von Leuten findet und wie finden Personaler das und sonst irgendwas. Also, ja, und wie finden Personaler das? Ja, sie sagen immer, sie finden sich so schlimm, jeder war mal jung, aber ob man ihnen das dann so glauben kann, das ist so eine Frage. Ne? Also das ist immer... die haben aber auch zum Beispiel, ich hatte da auch mal so eine Umfrage gemacht für einen Vortrag unter meinen Bekannten, die hatten dann so gesagt, naja, kommt auch auf das Netzwerk an, wenn sich jemand bei Xing, was professionell gilt, anders präsentiert als bei Facebook, das wertet er auch anders, aber... Ja. Ich weiß von einem Berliner Startup, die auch sehr, sehr erfolgreich sind, die stellen gar keine Leute ein, wenn die nicht auch solche Fotos auf Facebook haben. Also wenn die nicht so wirken, als hätten die ein aktives Sozialleben und würden auch andere Sachen machen außer arbeiten, dann sind die eigentlich auch nicht relevant für die Unternehmenskultur. Also auch da gibt es wieder beide Seiten. Alex, liebe... So. Ja, nur zur Ergänzung, es gibt aber auch eine Menge, sag ich mal, Jobplattformen, die es nur sozusagen um die Fähigkeiten, um die Qualifikation geht. Also Comatch zum Beispiel in Berlin, aus den USA gibt es ganz viele, wo es eben genau darum geht, diese Qualifikation sichtbar zu machen. Weil ich brauche jemanden, der das und das und das alles kann, und das geht dann viel tiefer in die berufliche Qualifikation hinein als jetzt an Facebook oder Xing, sondern da wird das sehr präzise abgebildet. Und diese Plattformen funktionieren mittlerweile sehr gut, dass viele Unternehmen sich dort ihre Spezialisten holen und dort dieses Matching betreiben. Also das ist sozusagen weg von dem klassischen Social Networking, wie wir es eigentlich kennen. Ja. Können Sie Comatch einmal erklären, bitte? Ja, da geht es, also es ist nur ein Beispiel, es gibt mehrere, das ist sozusagen das Beispiel, das mir aus Berlin gerade einfällt. Es geht einfach darum, dass Leute sozusagen dort Profile anlegen und sagen, ich kann das und das, ich habe die in die Projekte gemacht, ich habe für denen die Arbeitgeber gearbeitet, dann können sie bewertet werden, ob sie ihren Job gut gemacht haben, dann hat man ein viel detaillierteres berufliches Profil als jetzt 5 Zeilen, ich habe die in die Ausbildung, was ich vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren mal für einen Abschluss gemacht habe, ist ja heute nahezu irrelevant für das, was ich kann. Und da, wenn dann sozusagen sehr, sehr aktuell dann immer sozusagen die Projekte eingestellt und dann können sich die Unternehmen genau angucken, hat er genau das gemacht, hat er mit der Programmiersprache gearbeitet, hat er mit den Datensets oder Toolsets gearbeitet, die ich brauche für meinen Job, und dann kann man also sehr, sehr präzises Matching mittlerweile hinbekommen. Also da verlagert sich sozusagen der Arbeitsmarkt für die Gig-Economy verlagert sich auf diese Plattform drauf. Und das bedeutet ja, dass man jetzt neben Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, jetzt braucht man noch Comatch und was auch sonst noch alles so passiert. Das heißt, man darf da eigentlich niemals aufhören, sich weiterzubilden. Das eine sind halt die fachlichen Skills. Das andere ist, dass es aber auch schon Tools gibt. Das war im Recruiting-Bereich so ein bisschen ein Aufschrei vor einiger Zeit, dass es ein Tool gibt, das bei LinkedIn das Profil ausliest und dann eben genaue Aussagen über die Persönlichkeit der Leute treffen kann. Und da fängt es dann an, halt auch so ein bisschen spooky zu werden zum Teil. Also wie viel, da wird halt auch sehr viel, es gibt dieses Active Sourcing ist halt im Recruiting jetzt der letzte Schrei. Das ist aber auch sehr stark in Diskussion jetzt mit der Datenschutzverordnung, ob man das dann noch so machen kann, dass die Leute eben gezielt in den sozialen Netzwerken nach Leuten suchen, aber dann natürlich auch über die Persönlichkeit dann über der Leute auch schon etwas in Erfahrung bringen möchten. Passt der in die Unternehmenskultur? Mhm. Vertritt ja die Werte des Unternehmens und solche Sachen. Also das heißt also, alles, was im Netz gefunden werden kann, wird im Active Sourcing dann auch mit in Betracht gezogen, ja, um eben so ein möglichst komplettes Gesamtbild zu bekommen. Ja.
Okay, ja, und das würde ja wiederum dann auch bedeuten, dass wenn sich alles schon so vermischt, dass man dann eben auch sehr stark bei seiner Marke darauf achten muss, dass man auch sein Privatleben dementsprechend vernünftig darstellt. Also für das Berliner Startup, was ich eben erzählt habe, wäre es vielleicht das Party machen, dass man damit draufnehmen muss. Für andere wären es vielleicht andere Themen. Alex, wie siehst du dieses Thema? Auch so aus der Berliner Startup-Szene heraus. Wie wichtig ist da Personal Branding? Ich denke auf jeden Fall, dass Personal Branding in Zukunft wichtig und relevant ist. Also wenn wir tatsächlich in Richtung Gig-Economy gehen und mehr Selbstständige haben, muss man sich vermarkten. Man ist nicht mehr unter dem Regenbogen oder Umbrella, nicht Regenbogen, Regenschirm von Unternehmen. Wichtiger vielleicht als Personal Branding ist dann tatsächlich die Weiterentwicklung, nicht mehr auf Rollen bezogen, sondern tatsächlich auf Fähigkeiten bezogen und da wirklich aktiv zu schauen, wie man dran bleiben kann, dran bleiben muss. Das ist genauso wichtig auch für Unternehmen, wegzukommen von einzelnen Rollen zu Fähigkeiten, die man braucht und sich auch zu überlegen, okay, wie können wir so eine Weiterbildung tatsächlich aufsetzen, finanzieren, pushen, dass die Leute lernen können. Was aber letztendlich ein bisschen unter den Teppich fällt, ist, glaube ich, tatsächlich die Frage, wie authentisch das Ganze ist. Was ist denn hier Authentizität, wenn man sich nach außen immer nur vermarktet? Wie weit ist man authentisch, wenn man nur online kommuniziert in einer gewissen Weise? Sehr viel innermenschliche Kommunikation geht einfach nonverbal. Das sieht man nicht. Oder das sieht man, das hört man nicht und das sieht man auch nicht, wenn es geschriebene Worte sind. Auch Pausen, die man machen kann. Also man kann immer E-Mail schreiben, aber subtile Sachen sind nicht drin. Und wenn man immer nur chattet und SMS schreibt, sind es auch immer nur perfekte Antworten. Aber letztendlich, was ja auch wichtig ist, wo wir als Wirtschaft dran arbeiten, ist ein Teil von der Gesellschaft. Und die Gesellschaft, da geht es ja auch um Zusammenhalt. Und Zusammenhalt wird auch gefördert, indem man sich austauscht und auch komische Situationen aushält und auch eine Diversität am Arbeitsplatz mitduldet. Klar braucht man ein gewisses gestreamlinedes Setting von einem Team, dass man einfach effizient und effektiv arbeiten muss, aber es braucht auch unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Perspektiven und ich glaube, da muss man sehr viel Wert und sehr viel Energie auch in die Kultur stecken, um das zu ermöglichen. Sonst fehlt das, glaube ich. Und ich glaube, wenn uns das in der Gesellschaft fehlt, dann haben wir echt ein großes Problem. Mhm. Herr Lickett, Stichwort Kollaboration, das fällt ja auch immer wieder. Dass eben über die neuen Technologien das Zusammenarbeiten so viel einfacher geworden ist. Welchen Stellenwert bekommt Teamwork in dieser digitalen Welt? Ich glaube, der ist ganz oben zu sehen. Ganz, ganz oben. Was mich gerade so ein bisschen zurückgehalten gemacht hat bei der Antwort ist, weil ich den Weg wieder vor Augen habe, dorthin zu kommen. Also der ist elendlang, ehrlich gesagt, aber das Teamwork wird das alles Entscheidende sein über Gewinner oder Verlierer für Unternehmen. Je besser dieses Teamwork organisiert wird und Kollaborationsplattformen finde ich super wichtig, weil auch das Talent-Sourcing zum Beispiel wird ein bisschen einfacher, weil ich dann ein Talent ganz woanders hätte ich vorher nicht erreicht. Jetzt erreiche ich es, also das ist die positive Seite. Ich habe ein Talent an Bord geholt. Aber dieses Teamwork, wir dürfen eins nicht vergessen, und damit zitiere ich jetzt den Richard David Precht, den Philosophen, der hat gesagt, das Leben, die Liebe und das Lachen wird analog bleiben. Und was uns immer wieder einholt, wir können wirklich viel digitalisieren. Ja, aber wir kommen immer wieder zurück, dass es Menschen sind, die miteinander interagieren möchten, auch persönlich. Ja, nicht nur digital. Und die Komponente wird immer bleiben. Mhm. Und die ruft dann auch immer, hallo, wach. Ja. Mhm. Schön, dass ihr digitalisiert, aber diese menschliche Komponente wird bleiben. Mhm. Die kann man nicht digitalisieren. Also insofern Teamwork, ja, digital, Kollaborationsplattformen. Man kann Talente dann finden in anderen Ländern, die man sonst nicht erreicht hätte. Aber diese menschliche Komponente muss genauso dazu gepackt werden. Also Teamarbeit finde ich auch gut und schön. Es ist aber auch immer die Frage, wie die Leute im Team zusammenpassen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Also wenn die Teams, es gibt Studien darüber, dass es effizienter für das Unternehmen ist, wenn die Teams heterogen sind und möglichst divers. Was in Unternehmen häufig stattfindet, ist das Gegenteil. Wir haben häufig eben Teams, das gibt ja auch Studien darüber, dass Vorgesetzte eben Leute rekrutieren, die so sind wie sie. Und dann werden eben bestimmte Rollen, also es gibt auch Studien darüber, dass zum Beispiel, wenn sich jemand als Migrant und mit einem deutschen Namen bewirbt, den Job nicht bekommt als Migrant oder solche Sachen. Also da ist
gerade weil du eben gesagt hast, Diversität ist, sehe ich auch ein großes Problem. Und da ist die Digitalisierung auch so ein bisschen im Zuge dieser Algorithmen auch eine gewisse Gefahr da, dass noch, die das noch verstärkt, dass diese Heterogenität noch immer weniger vorkommt. Also nur zum Thema Chefs stellen dann so Leute ein, wie, ja, das ist genau dieses alte Ding. Und das hat auch was mit Managererziehung zu tun. Wie wird man denn eigentlich ein Manager und wie ist die Unternehmenskultur? Ich habe das Glück gehabt, dass ich zwei Mentoren in meinem Berufsleben hatte, die immer gesagt haben, ich soll nicht doof sein, ich soll immer Leute einstellen, die besser sind wie ich. Dann habe ich ein gutes Leben sozusagen, ja, weil die können dann ja was ich besser kann. Und das muss man sich aber trauen, weil da hast du dann immer das Gefühl, oh Mist, das kann er ja wirklich besser. Ne? So, und das ist immer so diese, aber wenn man das einmal gemacht hat und sieht, wie toll das ist und wie das Team dann auch schön zusammenarbeitet, aber das hat auch wieder mit der Unternehmenskultur was zu tun. Das muss man sich trauen. Teamwork im IT-Setting und wie man zusammenarbeitet, wie wichtig das letztendlich ist, aus der Startup-Welt, aber auch aus ThoughtWorks, rausblickend. Immer mehr Leute finden agiles Arbeiten wichtig, was ja über Kanban und Scrum hinausgeht. Und ein wichtiges Element im agilen Arbeiten oder ein Grundsatz ist tatsächlich, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als die Tools und die Prozesse. Und ich glaube, das darf man überhaupt nicht vergessen. Und das ist das Schönste in der Startup-Welt und auch jetzt bei ThoughtWorks mit agilen Prozessen ist tatsächlich die Interaktion zwischen den Leuten. Also es geht nicht darum, dem Prozess zu folgen, sondern es geht tatsächlich darum, da hat jemand eine Frage und auf die Frage einzugehen und das zu klären. Und das ist wichtiger als jeder Prozess, den man festgeschrieben hat. Das ist wichtiger als die Rollen, das ist wichtiger als die Tools, die man verwendet, sondern es geht tatsächlich um die Kommunikation. Und das ist im Herzen von letztendlich IT-Entwicklung, werden sehr banale menschliche Dinge aktiv gelebt. Wie müssen Räume dafür gestaltet sein, damit genau das möglich ist? Es gibt eine schöne Studie von Alex Pentland, das ist ein Prof aus Boston, der in der Bank untersucht hat, wo es zu Problemen kommt. Und das Ergebnis war, dass, also der hat Leute so Badges angehängt, beziehungsweise Apps auf die Handys und hat ein halbes Jahr geguckt, wer redet mit wem. Gar nicht was, also er hat sie nicht sozusagen überwacht, sondern einfach nur, wer steht 10 Minuten in der Kaffeeküche nebeneinander und spricht mit ihm, mit einem anderen. Und hat daraus so ein Profil für die, oder so ein Organigramm für die gesamte Firma aufgebaut und geguckt, wer kommuniziert nicht nur elektronisch miteinander, sondern wer kommuniziert sozusagen von Face to Face. Und hat dann festgestellt, dass die Abteilung in der Firma, bei denen es Probleme gab, das war Customer Service. Also jedes Mal, wenn die ein neues Produkt eingeführt haben, brach bei Customer Service das Chaos aus. Und er hat festgestellt, die bekommen zwar alle E-Mails, aber niemand redet mit denen. Also die sind sozusagen, die sitzen in der Kantine an ihren eigenen Tischen und die haben ihre eigene Kaffeeküche. Niemand kannte die. Ne? Die haben alle ihre E-Mails bekommen, aber niemand hat mit ihnen gesprochen. Das Ergebnis war, sie haben sozusagen in der Kantine die Gruppentische die kleinen Tische rausgeschmissen und so lange Tische gemacht, damit die Leute einfach nebeneinander sitzen. Sie haben Kaffeeküchen sozusagen weniger, aber zentrale hingestellt, damit die Leute sich dort treffen. Das Ergebnis war einfach eine viel offenere Bürolandschaft rein physisch betrachtet, damit die Leute einfach sich sehen, miteinander reden. Und das Ziel war, dass jeder aus jeder Abteilung einen kennt, den man anrufen kann und sagen so, oh, verstehe ich nicht, ich greife jetzt mal zum Telefon und rufe jetzt mal an und kläre das direkt und persönlich und nicht schreibe eine E-Mail und kriege irgendwie einen Tag später eine zurück, die mir dann doch nicht weiterhilft und so weiter. Also man sieht bei aller schönen Digitalisierungswelt, dass sozusagen Face-to-Face von Mensch zu Mensch ist extrem wichtig, damit sowas dann auch funktioniert. Und wie in vielen amerikanischen Unternehmen, wenn ich dann sehe, wie die alle ihnen sozusagen über die wir immer so ein bisschen gelächelt haben, die Kaffeeküchen und all diese Räume, wo man sich da mal eben ausruht, das hat natürlich genau diesen Zweck, eben diese Kommunikation herzustellen und nicht nur, dass sie nicht nur die Leute da sitzen und E-Mails oder Chats hin und her schreiben, sondern wirklich miteinander reden. Und das ist extrem wichtig und bleibt extrem wichtig. Dafür müssen wir also offene Arbeitsflächen, die Interaktion ermöglichen. Ich fasse das mal so zusammen. Gibt es noch von... Nee, da hätte ich noch eine Anmerkung. Ja, bitte. Kommt drauf an, welcher Job das ist. Also jetzt für Customer Service ja, aber versuchen Sie mal einen Text zu schreiben in einem Großraumbüro. Mhm. Also das, wenn man wirklich kreativ konzentriert arbeiten will, dann ist das Gift. Ich habe eine Bekannte, die sitzt da mit Kopfhörern in ihrem Büro, also im Großraumbüro, weil sie ihre Ruhe braucht. Und das ist, also, da gibt es momentan auch so Diskussionen darüber. Es war kein Plädoyer pro Großraumbüro. Ich habe auch mal in einem gesessen und als Journalist, das ist die Hölle, weil
man 95% sozusagen Geräuschunterdrückung machen muss und nur 5% davon profitiert, was die anderen gerade reden. Ich hätte also der Absatz an Noise-Canceling-Kopfhörern schnelltere. Also off-time in the real world. Ich wollte nicht sozusagen dem großen Büro sozusagen sagen, dass das alles toll ist, um Gottes Willen. Das halte ich für. Das nimmt aber auch im Journalismus zum Beispiel zu, dass es jetzt News-Räume gibt und sowas. Aber das ist. Auch ein Grund, warum ich dazu keine Lust mehr habe. Ja. Wir brauchen den Wechsel letztendlich zwischen beiden, zwischen zum einen Großraum oder mid-sized, um einen Austausch zu haben, um die kurzen Kommunikationswege zu haben, aber gleichzeitig eben auch den Rückzug, um konzentriert zu arbeiten, um alleine zu sein, um kreativ zu sein. Und man muss beides letztendlich schaffen. Ich glaube, wenn man nur eins hat, dann ist es situativ, klappt es nicht immer und auch individuell kann es nicht klappen. Also ich wollte gerade beschreiben, wie wir es bei Samsung haben. Genau so ist es nämlich. Es ist offen, man hat aber auch diese Rückzugsmöglichkeiten, die man braucht. Und ich glaube, wir haben heute Nachmittag auch einen Vortrag der Firma Vitra von Herrn Pütz, der sich um dieses Thema auch kümmert. Also von daher. 15 Uhr. 15 Uhr. Genau. Da gehen wir dann nochmal tiefer drauf ein, auf das Thema Räume und wie muss eigentlich so ein Büro designt sein, um eben bestmöglich diese New Work, diese neue Arbeitswelt auch abbilden zu können. Mit einem Blick auf die Uhr, wir haben noch circa 5 Minuten. Ich würde noch einmal an Sie die Einladung aussprechen, wenn es jetzt eine Frage gibt oder einen Kommentar gibt, können Sie gerne diese Frage oder den Kommentar loswerden. Wir haben da vorne eine Wortmeldung, Sie bekommen ein Mikrofon. Es wäre toll, wenn Sie Ihren Namen einmal nennen würden und Ihren Hintergrund. Hallo, Michael Volz vom Apto Media AG. Beim Thema Facebook stelle ich mir die Frage, hat man nicht heutzutage zwei Accounts, so mache ich das, einen normalen Account, der offen ist und einen Account für Freunde, der gesperrt ist? Ich glaube, Facebook erlaubt das nicht, theoretisch. Also praktisch aber. Und wie ist dann der Trend bei der Jugend? Also sind die pro Homeoffice, die Generation, die jetzt in die Jobs kommt, wollen die lieber zu Hause arbeiten oder lieber im Unternehmen oder... Ich kann kurz was zu Facebook sagen. Letzte Woche habe ich realisiert, dass es tatsächlich oben die Funktion gibt, Account wechseln. Genau, das war sehr lange, war das weg. Mal hin und her wechseln. Und jetzt ist es ein sehr zentrales Feature. Ich glaube, deswegen geht der Trend hin und Facebook hat das jetzt auch eingeführt, dass man einfach wechseln kann. Mhm. Und gibt es aktuelle Zahlen zu der Frage? Ich habe keine Zahlen jetzt im Kopf. Okay. Ich meine, dass jüngere Leute eher das Homeoffice nachfragen, nach der Münster-Studie zum Beispiel, aber ich müsste da nochmal gezielt nachgucken. Wir können da gerne nochmal... Okay, danke. Dann würde ich... hier vorne ist noch eine Wortmeldung. Ja, also wir haben jetzt Können natürlich... Sie den Namen einmal nennen? Also, Klaus Lenk, Redaktion IT Business. Wie gesagt, wir hier alle sind natürlich das digitale Arbeiten gewöhnt, auch eigenständiges Arbeiten gewöhnt. Aber gibt es denn tatsächlich Zahlen jetzt in Bezug auf Industrie 4.0, in Bezug auf KI, wie sich diese Entwicklungen, beispielsweise intelligente Assistentensysteme, auf... sag ich mal, andere Jobs auswirken wird. Beispielsweise dieser ganze Dienstleistungsbereich, wo Leute, die bisher eben so, sag ich mal, Beratungsjobs hatten, jetzt dann durch Maschinen ersetzt werden. Gibt es hier eigentlich schon tatsächlich Zahlen, wie sich das auswirken wird oder kennen Sie da keine? Es gibt viele Berechnungen und genauso viele Ergebnisse. Ich glaube, im Moment kann man nicht seriös vorhersagen, wie sich die Zahl der Jobs dadurch verändern wird, weil wir relativ gut, und da diskutieren wir auch viel drüber, berechnen können, welche Jobs einen hohen Routineanteil haben und dadurch wahrscheinlich sozusagen wegdigitalisiert werden könnten. Wir sind noch ein bisschen unsicher, welche neuen Jobs entstehen, weil das ist natürlich ein dynamischer Prozess, den man einfach nicht vorhersehen kann, was in 10 Jahren, ein Videospieltrainer gab es vor 10 Jahren auch nicht, was ist möglich, wahrscheinlich hätte auch vor 10 Jahren niemand diesen Boom bei dem Thema KI so vorhergesagt, weil das wir schon 20 Jahre hatten und erst sich jetzt in den letzten 5 Jahren beschleunigt hat. Was wir sehen ist, glaube ich, eine Spreizung. Mehr hochqualifizierte Jobs, aber auch viele niedrig qualifizierte Jobs. Und wir merken eigentlich schon seit 10 Jahren, dass sowas wie die Mittelschicht, was die mittlere Qualifikationsniveau angeht, dass das mit der Digitalisierung eher kleiner wird, dieser Anteil, und nach oben und nach unten sich verändert.
Am Ende ist die Zahl der Jobs relativ konstant geblieben. Man sieht jetzt ja, unser Arbeitsmarkt ist auch sozusagen immer noch sehr robust und es gibt eigentlich kein bisher nirgendwo ein größeres Problem, dass ganz, ganz viele Jobs wegfallen. Aber es ist diese Spreizung, die wir bekommen, die natürlich sozialpolitisch nicht ohne ist. Ne? Also was in Amerika passiert ist, ist schon ein erster Vorbote davon, dass Trump gewählt wurde, dass eben die Mittelschicht wegbricht. Und das sehen wir, glaube ich, in vielen OECD-Ländern. Das wird sich, glaube ich, beschleunigen. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt würde ich gern zum Abschluss noch einmal ein ganz kurzes Statement hören. Im Jahr 2025 werden wir wie arbeiten? Frei und selbstbestimmt. Flexibler und digitaler als heute, wenn uns das gelingt, diese Mechanismen zu steuern. Noch immer so wie heute, wie wir es möchten, wo wir drin sind, wie wir gerne arbeiten, was wir gerne machen. Smart, vernetzt, sicher, frei. Wunderbar. Vielen Dank an das Panel. Das ist Ihr Applaus. Dankeschön.